trotz dieser gewissen Tristesse oder gerade wegen dieser Tristesse mag ich das sehr gerne, weil das auch, es hat ja beide Seiten, es hat auch das Lyrische mit dieser schönen Birke da draußen und dieses Brüchige, was man da so wahrnimmt, was auch dieses ganze Gelände hier, Faustgelände, ausmacht, das gefällt mir sehr gut, weil ich glaube, das entspricht mir, weil ich selber auch brüchig bin und meine Malerei auch. Mein eigentliches Zuhause ist, glaube ich, immer noch Berlin. Ich habe 30 Jahre meines Lebens in Berlin verbracht. Ich wollte eigentlich im Filmbereich arbeiten, im Dokumentarfilmbereich und habe es auch probiert. Und zwar beim DEFA Dokumentarfilm habe ich gearbeitet ein Jahr und habe aber nach diesem einen Jahr die Säge gestreckt, weil es politisch für mich einfach nicht ging. Das, was mich bewegt hat, was ich meinte, was man zeigen musste, das durfte man nicht zeigen. Und 1983 haben wir mit einem politisch begründeten Ausreiseantrag mit unseren drei Kindern die DDR verlassen und sind hier nach Hannover gekommen. Ich habe relativ lange gebraucht, mich da zu orientieren und zurechtzufinden. Und ich glaube, das hat man meinen Bildern auch angesehen, dass da auch Figuren entstehen, die meine Fremdheit ausdrücken oder die Unbegreiflichkeit dieser Welt. Ich habe ganz realistisch angefangen. Ich habe Porträts damals gemalt, Stillleben gemalt, Landschaften gemalt und habe mich dann allmählich von dem Gegenstand gelöst und habe abstrahierter gearbeitet. Und jetzt bin ich eigentlich wieder gegenständlicher oder realistischer geworden in meinen Arbeiten und setze mich nach wie vor mit der Einsamkeit des Menschen oder mit seinem Alleinsein mit Berührung und Nähe und Fremdsein. Ich glaube, dass das so ein Grundthema ist in meiner Kunst. Wenn ich frei arbeite, ist es eigentlich immer ein Erarbeiten aus dem Fundus, der schon entstanden ist und mit Sicherheit auch aus der Unvollkommenheit. Denn jedes neue Bild, was man beginnt, ist ja eigentlich der Weg zum vollkommenen Bild. Wo ich als Malerin dann davor stehe und sage, das ist es. Eigentlich strebt man das sein Leben lang an und ich glaube, dass das auch der Antrieb ist, dass die Arbeit immer weitergeht. Also ich finde eigentlich, nichts ist schlimmer, als wenn man vor einem Bild steht und raufguckt und sagt, aha, da ist das und das drauf. Und dann habe ich es erfasst mit meinen Augen und das war es dann. Ich finde es viel interessanter, wenn die Leute davor stehen und träumen können, zweifeln können, beunruhigt sein können. Also auf alle Fälle soll was in Bewegung kommen, was über, oh, dass es aber ein schönes Bild hinausgeht. Thank you.